Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, einem Aufgebraucht-Video. In meiner Aufgebraucht-Videoreihe zeige ich euch Produkte und die leeren Verpackungen von den Produkten, die ich aufgebraucht habe und erzähle euch meine Erfahrungen damit. Und oft gibt es so Special-Versionen. Oh, Digga, warte. Oh, warte, ich muss kurz meinen Gürtel aufmachen. Ich habe so eine enge Hose an. Oh, ja, Digga, genau. Der Bauch muss ein bisschen rausschauen. Denn ich brauche ein bisschen Luft. Das wird zu anstrengend, sonst zu reden. Sag ich euch ganz ehrlich. Weil wenn ich stehe, pusht das so mein Specki zusammen. Aber beim Sitzen brauche ich Freiheit für den Speck. Ja, es geht aber heute nicht um Freiheit vom Speck, sondern es geht um eine aufgebraucht Special-Version, nämlich rund um das Thema Naturkosmetik. Alle Produkte, die ich euch jetzt hier zeige, werde ich euch in der Infobox verlinken. Dann müsst ihr euch, könnt ihr euch das sparen, rum zu screenshotten, dies, das, großes Tamtam. Ihr findet dort alles verlinkt. Und alle Produkte, die ich hier habe, sind Produkte aus dem Bereich Naturkosmetik. Und teilweise sind es auch so kleine Proben und so, weil ich hatte ja viele Adventskalender letztes Jahr, die ich getestet habe, und manche Videos, also für manche aufgebraucht Videos, sammle ich über ein halbes Jahr Müll, damit ich ein Thema für dieses Video habe. So war es hier. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich euch die kleinen Produkte zeige, weil das halt wirklich Sachen sind, die ich dann aus Adventskalendern habe. Und dann würde ich sagen, lasst uns nicht lang schnacken, lasst uns anfangen. Ja, mir fällt kein Reim auf Schnacken ein, außer Tanken, Kopf im Nacken. Lasst uns einfach anfangen mit dem Aufgebraucht-Video. Als erstes haben wir hier von der Marke Bio Vegan Skin Food eine Bio-Grüntee-Tuchmaske für empfindliche Haut. Ihr werdet sehen, es gibt einige Tuchmasken, die in diesem Video vertreten sind, weil es gibt nichts, was man schneller testen kann als Tuchmasken. Plus, ich habe einen sehr großen Faible für Tuchmasken. Ich liebe es, sie zu nutzen, zu testen und auszuprobieren. Und ich muss sagen, dass ich diese Maske eher durchschnittlich fand. Es kommt halt immer darauf an, welche Erwartungen man an eine Tuchmaske hat. Und ich habe Tuchmasken, die packst du drauf, da hast du einfach ein schönes, entspannendes Gefühl in dem Moment. Ich habe Tuchmasken, die packe ich drauf, danach habe ich eine gestrafftere Haut, einen schöneren Glow, mehr Pflege, Feuchtigkeit, alles Mögliche. Hier hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie irgendwas Besonderes bringt, außer dass es wirklich so, ja, hast halt eine Tuchmaske drauf, hast dieses Tuchmaske-Feeling fertig. Also ich würde sie mir nicht nochmal kaufen, weil sie hat jetzt für mich keinen Mehrwert gehabt. Und preislich gesehen gibt es günstigere Tuchmasken, die mir genau dasselbe Feeling geben von einer guten, also von einem schönen Tuchmaskengefühl, so dass ich die hier jetzt nicht unbedingt nochmal haben muss. Deswegen würde ich sie nicht nochmal holen. Dann habe ich von Kneipp dieses Urlaubsgefühl Aroma Pflege Duschenzeug. Und Kneipp macht schon einige richtig, richtig coole Sachen. Ich war erst unentschlossen mit dem Duft Mandarine Agave. Aber hier steht, bringt Urlaubsstimmung in Dusche. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall so ein schöner Urlaubsduft. Es ist nicht so in Richtung sexy Obstsalat, heftig fruchtig oder irgendwas. Aber es ist ein schöner Urlaubsduft, der frisch ist, der einfach einen daran erinnert, wenn man im Hotel ist und aus der Dusche kommt und einfach schön frisch nach Urlaub riecht. Also mir hat diese Aromapflegedusche auf jeden Fall gefallen. Die würde ich mir auch nochmal holen, wenn ich jetzt schauen würde, dass ich mir Naturkosmetik-Duschgel-Produkte holen würde. So, okay, Bro, was kann man von einem Duschgel erwarten? Es macht dich einfach sauber und du duftest ein bisschen danach. Ehrlicherweise, ich bin so ein Pflege-Junkie, es ist für mich nicht relevant, wie krass lange ich nach dem Duschen, nach dem Duschgel rieche, weil ich benutze Bodyspray, ich benutze Parfum, ich benutze Bodylotion und. Aber es ist für mich für den Preis ein sehr schönes Naturkosmetik-Duschgel, was ich empfehlen kann. Dann hatte ich von Alverde diese Aquatuchmaske mit Meeresalge. Ich weiß nicht warum, aber mit Alverde komme ich nicht auf den grünen Zweig. Fast alles, was ich bisher von denen getestet habe, hat mir nicht gefallen, war sogar teilweise echt schlecht, war meiner Meinung nach für den Preis nicht gut und. Und auch bei dieser Tuchmaske hatte ich das Gefühl, dass sie, ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Ich bin halt echt, also meine Stärke liegt daran, dass ich einen sehr großen Erfahrungsschatz habe. Ich bin kein heftiger Make-up-Artist, ich bin kein krasser Inhaltsstoff-Spezialist, irgendwas, aber ich habe große Erfahrungswerte. Seit über fast 7 Jahren teste ich permanent Sachen, weißt du, und da entwickeln sich Erfahrungen. Es gibt Tuchmasken, die rutschen zu sehr, dann sind sie kacke. Es gibt Tuchmasken, die sind sehr schön in Serien getränkt. Es gibt Tuchmasken, die sind trocken. Und ich hatte bei dieser Alverde Aqua Tuchmaske das Gefühl, dass sie gar nichts für mich gemacht hat. Also ich habe sie raufgetan. Sie war von meinem Empfinden her sehr trocken, also nicht sehr, sehr stark schön in einem Serum getränkt. Und also ich habe mich sogar eher unwohl gefühlt, als ich sie raufgetan habe. Und deswegen würde ich sie mir nicht nochmal kaufen, weil sie hat für mich überhaupt keinen Mehrwert gehabt. Nicht mal das normale Standardgefühl, oh, ich habe gerade eine schöne Tuchmaske drauf, was einfach fast jede Tuchmaske dir geben kann. Und deswegen würde ich sie mir nicht nochmal holen. Dann habe ich von The Body Shop dieses Showergel mit Rosenduft.
Und das hat mir gut gefallen. Das war sogar noch in dem The Body Shop Kalender. Das war übrigens einer der besten Kalender, die ich 2021 ausgepackt habe. Ein sehr schönes Duschgel, von dem du wenig brauchst, was schön duftet, was nicht künstlich nach Rose duftet, sondern angenehm, hochwertig. Also wenn man Rosenduft mag, ist das sehr, sehr schön, weil viele Produkte, die nach Rose duften, riechen so künstlich kacke nach Rose. Und das mag ich persönlich gar nicht. Und hier kann ich nichts sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Schönes Duschgel, schöner, hochwertiger Duft. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Dann hatte ich von The Body Shop diese Clarifying Polishing Mask. Und das war halt eine kleine Probe. Ich glaube, es hat für ein paar Anwendungen gereicht. Und da muss ich sagen, ja, ich glaube vielleicht, ich habe ja trockene Haut, wenn man sehr ölige Haut hat, funktioniert das Produkt nochmal besser. Ich persönlich würde es mir nicht kaufen, weil es hat für mich jetzt nicht den Effekt der gehabt, den ich mir gewünscht hätte vom Klären der Haut her. Da kenne ich einfach bessere Gesichtsmasken mit Aktivkohle und ich glaube Aktivkohle, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Aktiv, dieses Schwarze, ich komme jetzt nicht drauf, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Die viel, viel schöner vom klärenden Effekt waren, die ich da viel mehr empfehlen kann. Es war halt so eine Standardmaske, aber ich glaube für den Preis, gerade in der Originalgröße, gibt es bessere Masken, die zumindest bei mir mit trockener Haut besser funktionieren. Dann hatte ich hier von Shebens diese Relax and Balance Tuchmaske, Tiefenentspannung und Anti-Stress. War für mich genau dasselbe wie bei der Alverde-Maske. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie ausreichend in einem Serum getränkt war. Also das ist dann nicht schön, finde ich. Ich persönlich, es gibt ja auch noch verschiedene Konsistenzen von Tuchmasken. Du hast so dieses Gelee-artige, du hast so ein Tuch, du hast welche, die halbiert sind, tausend Arten. Und hier hatte ich einfach das Gefühl, du packst sie drauf und sie fühlt sich an wie eine gute Tuchmaske, die du schon seit 2 Stunden drauf hast. Deswegen kann ich die Relax and Balance Tuchmaske nicht empfehlen. Die Hydration and Glow Tuchmaske von Shebens war ganz okay. Die war ein bisschen besser vom Feuchtigkeitsfeeling her, aber trotzdem nicht das, was ich mir wirklich von einer guten Tuchmaske wünsche. Und das Minimum, was ich von einer guten Tuchmaske erwarte, ist, dass ich ein schönes, entspannendes Gefühl habe, weil sie einfach schön in einem Serum getränkt ist, meine Haut die Feuchtigkeit schön aufsaugt, selbst wenn es nur für den Moment ist. Deswegen, die würde ich mir nicht unbedingt nochmal holen und sofort mehr Ausstrahlung und Feuchtigkeitsdepot kann ich jetzt hier zumindest nicht bestätigen. Dann hatte ich von Yves Rocher diese Bodylotion. Ja, moin, hier ist noch ein kleines Stück übrig. Mit Argan und Rose und, oh ja, Digga, ich weiß noch, die hatte ich in Finnland mit. Die hat mir sehr gut gefallen. Also auch der Yves Rocher Pflege Adventskalender hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da waren so tolle, schöne Düfte drin. Das war auch eine schöne Bodylotion, die wirklich nach Argan und Rose schön hochwertig geduftet hat. Du hast süßlich gerochen, aber nicht künstlich süßlich, sondern einfach sehr hochwertig, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen. Würde ich mir auf jeden Fall die Originalgröße kaufen. Viele Sachen in dem Yves Rocher Adventskalender, die ich als Probe bekommen habe, würde ich mir nochmal als Originalgröße kaufen, weil sie sehr gut. Ich fand sie sehr gut und so ist es bei dieser Bodylotion auf jeden Fall auch gewesen. Was ich auch im Yves Rocher Kalender hatte, was ich mir aber nicht nochmal kaufen würde, war dieses, wie heißt das, Body Peeling. Gommage Vegetal Corps Exfoliolyse Blabla Botanical Body Scrub. Ich liebe ja Body Peelings und es gibt da so viele Arten von Konsistenzen. Manchmal hast du so ein Body Peeling, so ein Body Scrub, da ist es einfach, als hättest du Duschgel genommen und Sand reingetan. Oder Kiwi-Körner oder irgendwas. Also ich bin da auch sehr, sehr eigen, wie ich mir die Konsistenz von einem Body Scrub wünsche. Und hier war es einfach so, ja, als hättest du halt, ja, keine Ahnung, Duschgel genommen, bisschen klebriger nochmal gemacht und dann nochmal so Sandkörner reingetan. Nicht mal Sandkörner, sondern irgendwas Gröberes. War jetzt für mich so ein durchschnittliches Bodypeeling, war nicht schlecht. Also ich kenne auch welche, die viel schlechter sind. Zum Beispiel Tracklemoon Bodypeelings mag ich gar nicht, weil ich die Art der Peelingkörner dort nicht mag. Das hier war durchschnittlich, würde ich mir aber nicht nochmal kaufen, weil ich habe eine trockene Haut mit vielen toten, abgestorbenen Hautschüppchen. Ich brauche dann richtig, richtig geiles Peeling und das hier war halt so, ja. Dann hatte ich von Alverde diese Bio-Lavendel-Pflegedusche. Das war für mich auf jeden Fall ein stabiles Duschgel. Ich persönlich habe gemerkt, Lavendel ist jetzt nicht so meine bevorzugte Duftrichtung, aber das ist ja wirklich nur eine persönliche Präferenz. Manche mögen Lavendel vielleicht sehr gerne, aber für mich war das ein Standard-Duschgel. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur auf Naturkosmetik achtet und Alverde ist ja auch eine Eigenmarke von DM, das heißt, es ist günstig, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall holen. Da macht ihr jetzt nichts mit verkehrt. So, gerade wenn ihr jetzt sparen wollt und den Fokus aber auf Naturkosmetik legt. Dann hatte ich von Kneipp diese Schaumdusche wachgeküsst mit Orangenblüte und
Jojobaöl und das war echt, ich dachte erst so wachgeküsst, ich bin ja auch manchmal so ein Werbeopfer, aber es hat mir tatsächlich gut gefallen, also liebevoll geweckt in den Tag, der zarte Duft der Orangenblüte und die besondere Textur mit natürlichen pflegenden Jojobaöl schenken ein außergewöhnliches Duscherlebnis. Das Gel verwandelt sich zu einem einzigartig cremigen Schaum. Wachgeküsst, ein besonderer Moment, der einfach nur mir gehört. Erstmal hammerguter Werbetext, zweitens kann ich das so bestätigen, es war ein sehr schönes Schaumduschzeug. Schaum, also Duschschaum. Duschschaum hat sich, also genau das, was da steht, kann ich so bestätigen, hat sich in einen schönen, also das Gel ist in einen schönen Schaum geworden. Du hast nicht so viel gebraucht. Manchmal hat man so Schaumduschkram, da brauchst du gefühlt 20 Kilo, bis du irgendwie was machst. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Duschschaum schlechter reinigt als Duschgel. Hier war das nicht der Fall. Es hat einen guten Duft gehabt. Es hat sich schön in Schaum verwandelt. Es hat schön gereinigt, gut geduftet. Würde ich mir jederzeit wiederholen und kann ich deswegen sehr empfehlen. Dann habe ich hier von The Body Shop diese Tuchmaske Youth Concentrate. Und zwar hat The Body Shop so eine Reihe Drops of Youth. Da haben sie zum Beispiel so einen Augen-Roll-On-Stift. Den benutze ich bestimmt schon seit 5 Jahren. Den habe ich in meinem Kühlschrank. Das ist so ein schönes Gel, was Fältchen ein bisschen verschwinden lässt, was morgens aufgequollene Augen wegmacht. Und das hier war für mich auch eine schöne Tuchmaske, wenn man ein bisschen bereit ist, ein bisschen mehr auszugeben als 1, 2, 3 Euro. Ist das eine schöne Tuchmaske, weil sie war halt in diesem Konzentrat von Drops of Youth eingedingst und hat mir deswegen gut gefallen. Ich habe sie raufgetan, ich habe meine Tuchmasken in meinem Kühlschrank, ich war danach frischer, ich war wacher, meine Fältchen waren ein bisschen weg, mein aufgequollenes Gesicht morgens war ein bisschen gestraffter, schöner, also kann ich da sehr, sehr empfehlen, würde ich mir auf jeden Fall jederzeit wiederholen, aber ich muss auch sagen, allgemein, die Drops of Youth Reihe von The Body Shop mag ich auch sehr gerne und deswegen die Tuchmaske davon hat mir auch sehr gut gefallen. Dann hatte ich hier von Bio Vegan Skin Food die Bio-Hanf-Augenpflege für gestresste Haut und ihr seht, da ist sogar noch einiges drin. Mittlerweile ist es bei mir so, früher habe ich immer alle Produkte, die ich getestet habe, komplett aufgebraucht, wirklich, also die meisten hier auch, also eigentlich alle außer das, aber wenn ich merke, ein Produkt ist nicht gut, brauche ich es nicht mehr auf, weil dafür teste ich zu viel, ich habe teilweise Produkte damals benutzt, obwohl sie meine Haut extrem gereizt haben, um sie aufzubrauchen, nein. Wenn ich merke, ein Produkt gefällt mir nicht, es passt nicht zu mir, es stresst meine Haut oder es hat kein Ergebnis, bei manchen Produkten merkst du es sehr schnell, bei manchen dauert es länger, bis du es merkst, so, aber dann sortiere ich sie aus. Ich verschenke sie in meinem Umfeld, wenn sie neu sind, spende ich sie. Es ist immer ganz verschieden, also viele Sachen. Manchmal habe ich ja auch Sachen doppelt und die sind neu, weil ich kaufe etwas und kriege es dann nochmal zugeschickt, bla bla bla. So, also ich achte auch sehr darauf, dass Sachen nicht random dumm in den Müll kommen. Weißt du, wie ich meine? Und diese Augenpflege für gestresste Haut hat für mich keinen Mehrwert gehabt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie meine Haut krass beruhigt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Konsistenz super, super nice ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie eine schöne Pflege ist. Es hatte für mich keinen Mehrwert. Es gibt von Balea irgendwie Pflegeprodukte, die kosten 2 Euro und die fand ich einfach viel, viel besser. Und es gibt auch andere vegane Sachen, die ich dann einfach viel besser fand. Und deswegen würde ich mir das hier nicht nochmal holen, weil für mich hat diese Augenpflege keinen Mehrwert gehabt. Dann habe ich von Detox dieses Body Scrub gehabt und ja, Detox, Ölpeeling, keine Ahnung, was ich jetzt davon halten soll. Detox hat echt krass coole Sachen, so, also tolle Produkte, auch gesichtspflegemäßig und so sehr, sehr schöne Sachen, die ich sehr empfehlen kann. Der Body Scrub war okay für mich, auch von der Konsistenz und vom allem war cool. Duftmäßig, weiß ich noch, hat er mir nicht so gut gefallen. Also wenn ich mir dann so eine kleine Tüte mit einem Body Scrub hole, dann würde ich eher etwas anderes bevorzugen. Also zum Beispiel von Kneipp, das beste Peeling, was ich kenne, ist von Kneipp, auch in solchen Packungen. Das hier ist okay, wenn man Kneipp nicht mag, kann man das hier zum Beispiel ausprobieren. So, aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal unbedingt holen, weil ich kenne einfach bessere. So, auch in dem Preisbereich. Dann habe ich von Dresdner Essenz, auch aus den Adventskalendern, einmal eine streichelzarte Pfingstrose pflegende Cremedusche. Fand ich gut, hat mir gefallen, hat gut geduftet, war ein gutes Produkt, würde ich mir auch in groß kaufen. Und die Sensitive Körpercreme für empfindliche und sensible Haut war okay, hat für meine Hautbedürfnisse nicht gereicht, weil ich habe schon recht trockene Haut, die schön viel Pflege braucht. Aber wenn du jetzt so ganz normale Haut hast und einfach so ein bisschen Bodylotion-Feeling haben willst, dann geht das hier völlig klar. Die würde ich mir aber nicht in groß holen, weil einfach ich bei Bodylotions oder Hautpflegeprodukten mehr Pflege brauche. Dann habe ich hier diese Aromapflegedusche gehabt. Ich dufte noch, ich liebe ja Düfte. Und rieche nochmal, deswegen rieche ich nochmal dran riechen. Auch von Kneipp Lebensfreude. Und ja, okay, hier steht jetzt leider keine coole Beschreibung drin, wie bei dem Wachgeküsst. Aber das hier war ein Duschgel.
mit Zitrone hebt die Stimmung nachweislich, und es ist ja wirklich so bewiesen, das dürfte sich auf deine Stimmung und alles auswirken. Und es ist schon so, Digga, wenn du so ein zitronigen Dings nimmst und es riecht schön frisch nach Zitrone, nicht künstlich kacke, dann wirst du schon wacher beim Duschen. Also das hat mir auch gut gefallen. Auch diese Dusche würde ich mir in Originalgröße nochmal holen, weil ich hole mir auch von Kneipp sehr gerne so kleine Größen für Reisen und so. Aber auch hier, sehr schönes Produkt, schöner Duft, frischer Duft, kein künstlicher Scheiß. Du wirst wacher, wenn du diesen Zitronenduft benutzt. Und deswegen hat mir sehr gut gefallen, würde ich ihn auf jeden Fall nochmal holen. Dann habe ich dieses pflegende Duschgel Paradiesischer Granatapfel, auch von Dresdner Essenz. Belebend und verwöhnt, kann ich auch sagen. Hat mir gut gefallen, war ein gutes... Für mich war es halt so ein Standard-Duschgel. Manchmal gibt es Duschgele, die ich benutze, die heben sich krass hervor. Zum Beispiel bei diesen Kneipp-Sachen machen sie meiner Meinung nach schon etwas mit deiner Stimmung, wenn du sie benutzt beim Duschen. Aber es gibt halt Duschgele, die machen dich einfach sauber, du duftest kurz gut, fertig. Und das ist halt bei diesen Dresdner Essenz-Sachen so. Aber das ist ja auch völlig okay, weil ein Duschgel soll nicht mehr machen, außer dass du dich frisch fühlst und dich reinigen. Wenn man also ein schönes, veganes Naturkosmetikprodukt sucht, kann man von Dresdner Essenz auf jeden Fall den paradiesischen Granatapfel nutzen. Ja, das war es dann auch schon an dieser Stelle, Digis. Das waren jetzt meine Naturpflege-Kosmetikprodukte, wobei ich weiß nicht, ob ich unbedingt Naturpflege sagen würde. Auf jeden Fall alles vegane Sachen. So, die habe ich alle getestet. Das sind jetzt so meine Erfahrungen damit. Mir fällt gerade auf, dass alle Kneipp-Produkte mir wirklich sehr gut gefallen haben, weil ich habe jetzt hier 3 Kneipp-Sachen gehabt. Interessant. Ja, wenn ihr Erfahrungen mit den Sachen habt, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten abonniert gerne meinen Kanal. 2-mal die Woche kommen neue Videos, manchmal sind coole dabei. Und das war's dann auch an dieser Stelle. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.